Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von meiner Werkstatt. Heute werde ich für unter 75 Euro eine Werkbank mit Schubkästen und allem drum und dran für unsere Werkstatt bauen. Achso, und lasst euch nicht von dem Hintergrund irritieren, der ist noch im Rohbau und ich muss noch auf die USB-Platten warten, die kommen dann überall an die Wände. Ich wollte euch eigentlich auch noch zeigen, wie ich hier die ganze Hütte baue, meine Werkstatt. Aber erstens hättet ihr dann gesehen, wo ich wohne. Und zweitens ist bei dem Bau auch ein kleiner Unfall passiert. Gut, dann sauber machen wir es zu. Sehr gut. Ja, da hätte ich ein bisschen mehr aufpassen müssen. Aber jetzt habe ich eine neue Kamera und kann filmen, wie ich meine Werkbank baue. Meine Werkbank soll 80 cm hoch werden, das ist ja immer so die Norm. Und dafür habe ich mir diesen Pfosten hier gekauft und den muss ich jetzt in 80 cm Stücke schneiden. Meine Stichsäge reicht leider nicht für einen so dicken Balken, deswegen muss ich es wohl oder übel per Hand machen. Hört ihr das? Nein, ich mache nur Spaß. Es ist der erste Samstag in der Woche, deswegen gehen bei uns immer die Sirenen an. So, dann will ich mal anfangen. Ich habe mir extra was überlegt an den Verbindungsecken, damit ich keine Winkel benutzen muss. Nehme ich einfach diesen, Rundholzbohrer. Der da so ein kleines Loch reinmacht, so dass ich die Bretter hoffentlich einfach ineinander stecken kann und dann so eine 6er Schraube durchschrauben kann. Ich habe doch an manchen Stellen etwas krumm gesägt. Hier seht ihr mal ein ganz extremes. Also wenn ihr eine Stichsäge habt, mit der ihr das machen könnt, dann macht es auf jeden Fall mit einer Stichsäge, weil sonst kommt sowas raus. An der Seite ist es gerade, aber hinten raus ist ein bisschen verrutscht. Aber ich denke, dass es ganz in Ordnung ist, es soll ja auch kein Kunstwerk werden, sondern eine richtig stabile Werkbank. Bitte, wer sagt's denn? Geht doch. Da mal an der Seite muss ich auch ein bisschen reinschneiden. Ja. So, das muss ich jetzt nur noch, lass mich rechnen, 16 Mal machen. Gut. Ich würde sagen, dafür mache ich auch mal die Kamera aus, sonst habe ich hier meinen ganzen Akku leer. Eine Ewigkeit später und ich bin endlich fertig. Ich habe mich so langsam reingefunden, also nach den anfänglichen Schwierigkeiten ging es dann doch ganz gut weiter und ich würde behaupten, sieht alles eigentlich ziemlich gut aus. Jetzt müssen wir es nur irgendwie noch zusammenkriegen. Es ist mittlerweile auch schon ein bisschen dunkel geworden, deswegen weiß ich nicht ganz, ob ihr noch alles seht. Ich habe hier zwar zwei große Fenster, aber und mein Licht ist leider ausgegangen, deswegen muss ich mit dem Tageslicht arbeiten. Sollte aber noch etwas gehen. So, jetzt muss ich mal gucken, auf welche Höhe ich jetzt hier die Löcher reinbohren muss.
ist aber ein ordentliches Loch geworden. Ein bisschen auf, dass ich die versenken kann, richtig? Gucken, dass es richtig dranhängt. So, festgezogen. Das hält bombenfest. Hoch. Ordentlich Vortritt. Habe ich da jetzt schon eine reingemacht? Ich glaube nicht. Geht doch schon viel besser. Zieht sich auch richtig gerade hier schon. Oh, mein Akkuschrauber ist auch leer, deswegen mache ich morgen weiter. Für euch geht es jetzt aber direkt weiter. So, zwei Tage später. Wie ihr seht, ich habe schon mal ein bisschen vorarbeitet und habe jetzt die zwei Grundgestelle mit den Balken fertig gemacht, die wir schon geschnitten hatten. Und zudem habe ich auch noch 20 von diesen Kanthölzern gemacht, 50 cm lang, damit wir die dann hier oben zwischenmachen können. Ich möchte die jetzt ungefähr mit dem gleichen System machen, wie ich auch unten die gemacht habe. Das heißt aber nur mit einem kleineren Loch oben. Und auch hochkant. So, ich bin endlich mit den restlichen Stücken fertig geworden. War nochmal fast genauso viel Arbeit, wie die da unten zu machen. Jetzt muss ich nur noch hier oben die Löcher machen. Die Löcher sind gemacht, ich habe sie erstmal nur auf der Seite gemacht. Ich probiere jetzt, ob die alle reinpassen. Manche Stellen einfach mal dran klopfen, dann passt das. Ich kann auch von oben. So mache ich es, Leute. So mache ich es, das ist ein guter Plan. Auch. So. Überall Feinstaub. So, Leute, alle Löcher sind gemacht. Jetzt kommen die letzten Querstreben. Endlich bin ich fertig mit diesen zwei Teilstücken und jetzt muss man, jetzt kommt die Hochzeit. Jetzt muss ich die beiden Stücke noch zusammen machen. Was ich ebenfalls mit diesen Balken machen möchte. So, der Plan ist jetzt,
dass ich hier ein Loch reinmache, wo ich dann diese dicke Schraube durchmache. Hier ein kleines Loch vorbohre, wo ich die reinschraube, so dass das dann verbunden ist und zusammen etwas weniger als 60 cm ergibt. Weil die Platte, die oben drauf kommt, ist ja dann 60, das heißt, die hängt dann so ein bisschen über, so wie sie soll.